Also wenn das mal kein Grund zum Feiern ist, den Sportverbund Berlin gibt es erst seit einem Jahr und doch hat er schon 60.000 Mitglieder. Der Sportverbund versteht sich als Interessenvertreter der Berliner Sportvereine gegenüber dem Landessportbund oder dem Senat zum Beispiel. Die erste Bilanz kann sich durchaus sehen lassen. Man kann sich natürlich immer mehr wünschen, aber wenn man ganz realistisch guckt, sind wir doch sehr zufrieden. Wir sind insgesamt jetzt 16 Vereine. Wir können noch mehr werden. Wir sind offen. Man muss nicht ein Großverein sein, um im Sportverbund mitzumachen. Gemeinsam und vernetzt den organisierten Sport voranbringen. Das ist, grob gesagt, das Ziel des Sportverbundes. Gastredner diesmal unter anderem Ingo Weiß, Präsident des Deutschen Basketballbundes. Er warb für eine Basketball-Europameisterschaft 2021 in Berlin. Wir hoffen, dass wir die Möglichkeit haben, dies zu tun. Dieses bringt immer für Berlin und auch für die Sportvereine vor Ort, glaube ich, den einen oder anderen Faktor der guten Zusammenarbeit. Er ist ein Jahr jung und doch schon 16 Vereine und 60.000 Mitglieder. Das ist tatsächlich ein guter Grund zum Feiern.